Hallöchen, ihr Lieben, hier ist wieder das Elfenstübchen. Ich habe Ü-Post gekriegt, die habe ich Samstag bekommen und habe auch gleichzeitig erfahren, dass da noch jemand anderes von wusste und nur ich nicht. Jetzt habe ich es bekommen und ich habe Überraschung für euch, weil guck mal, 1, 2, 3, 4 Hände. Ja, keiner wollte jetzt wissen, außer diejenige, von der das Paket ist, wer hier gerade neben mir sitzt und heute zum ersten Mal live mit Stimme. Der Hase mit Punkten. Hallöchen zusammen. Hallo. Ja, dieses Paket ist von Lovkina. Das hat sie für uns beide geschickt und damit öffnen wir das auch zusammen. Soll halbe sein. Mal gucken, was drin ist. Ich mache einen Trommelwirbel. Jo. Tada! Man sieht nichts. Man sieht nichts, nee. Ganz viel Papier. Ups. Guck mal, ich halte mal den Deckel auf. Guck mal. Nicole für Ute. Na siehst du, ist doch genau getrennt. Oh, da, ups, da ist noch was drin. Da sehe ich dich, Wackeldackel hier. Moment, dann jetzt nehmen wir das mal zur Seite. Müssen wir erstmal gucken. Da steht bestimmt was drin, was wir... Das gucken wir nochmal. Das ist für dich. Hm. Für mich ist die Elfe. So, und ich krieg Monstergrüße. So, und jetzt wird's mal still. Jetzt lesen wir es beide mal durch. Eieieiei. Paket ist heile angekommen. Ja. Nein, ich habe nichts verraten. Steht in deinem das gleiche drin wie bei mir? Ich glaube, das kann man vorlesen. Liebe Ute, ich hoffe, mein Päckchen für dich... und Nicole ist bei Nicole angekommen. Und dass du nichts verraten hast. Habt einen tollen Tag und ich hoffe, meine selbstgebastelten Sachen gefallen. Und dann befindet sich noch, achso, sie hat mir noch was mitgeschickt, wo sie gesagt hat, ob ich da was mit anfangen kann. Sie hat ein paar Resinteile, wo sie sagt, die sind für sie nicht so interessant, aber sie sagt, ich soll da mal was mit probieren. Und das finde ich eine ganz tolle Idee, weil ich probiere ja ganz gerne auch mal mit Klebern und mit solchen Sachen aus. Ja, vielen Dank, liebe Lovkina. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe ja noch nie an der Kamera gesessen. Man kann und das hat sehen. Sie ganz toll koloriert. Also wirklich super. Und vor allem total cool finde ich ja, dass sie das hier so abgerissen hat, ne? Ja, dann musst du so. So? So. Okay. Ja, die Zuschauer werden mir das verzeihen. Ja. Ja, ich danke dir auch und Eika sagt auch nochmal bitteschön dafür, dass du gewonnen hast. Und mich persönlich freut es natürlich, dass du die Sachen trägst und bei dir hast. Klebt das da einfach irgendwo hin. So, wir öffnen mal. Jeder raschelt hier für sich. Oh, oh, guck mal. Ich darf meine zuerst zeigen. Okay. Ich glaube, meine sieht auch so aus. Hm, ist das nicht irre? Mama. Wahnsinn. Erzähl du, ich pack aus. Ja, also so rein detailliert würde ich jetzt sagen, das ist Mixed Media. Mit verschiedenen Materialien. Es sieht einfach toll aus. Egal, was da drauf geklebt, gebamst und koloriert ist. Es sieht einfach cool aus. Ich glaube, da ist noch was drin. Da ist mit Sicherheit was drin. Hör mal. Und dann steht da drauf, für dich Ute. Damit wir das, auch wenn es jetzt geöffnet ist, nicht noch verwechseln. So. Ich würde sagen, ich habe fast die gleiche Dose. Ich bin ja schon davon ausgegangen, dass du uns ein Bastelset hier reinpackst, damit wir gleich was zu tun haben. Das ist ja wie Ostern hier. Ui. Sie hat jede Menge da reingepackt. Aber ich glaube, das sieht fast so aus, als wenn da überall das Gleiche drin ist. Ähnlich zumindest. Ich habe auch schon mal so einen Schokoriegel. Genau, du packst links, ich pack rechts. Aber das Gemeine ist, so. die kann man nicht mal eben so schön auspacken und in den Mund stopfen wie Lovkina. Ja, wir würden dich jetzt am liebsten knuddeln. Eigentlich ist das Video fast nur für dich. Genau. Oh, ich sehe hier was. Ich hab was. Oh, da wird sich jemand freuen. Also, ich schieb's mal rüber. Ich hoffe, man kann es sehen. Und hat ganz viele Resinteile für mich gegossen. Das wichtigste Resinteil
ist das hier, da sage ich ganz, ganz lieben Knuddelgruß. Und ich weiß, dass ich heute Abend, wenn ich wieder nach Hause fahre, ist das zu privat, wenn ich erzähle, dass ich ja eigentlich nicht aus Hamburg oder aus der Nähe komme, aus Bremen, sondern ich bin im Urlaub bei meiner Mama und das ist ganz in der Nähe in Bremen. Und deswegen habe ich spontan beschlossen, hierher zu kommen. Und viele wissen von den Videos, die ich mittlerweile auch geschickt habe, von den Paketen, dass ich eine Tochter habe und die hat sich so in diesen Anhänger verliebt und den hat Lafkina jetzt nochmal für die kleine Maus gemacht. Ist ja auch süß. Da hast du aber auch eine Menge reingequetscht, du. Der Bär ist total süß und die sind doch mal der Oberkracher, oder? Die sind ja niedlich, die sind süß. Die hatte ich hier mitgeschickt, die habe ich bestellt gehabt bei Doran Beats, die waren im Angebot. Du musst ein Stückchen weiter höher gehen. So? Ja. Okay, gut. Wir üben noch. Und das ist ja mal der totale Kracher, ne? Das ist ja mal... Mach mal. Oh. Nicole, es ist nicht gewohnt, dass hier jemand mit sitzt und Platz braucht. Oder auch etwas mehr Platz braucht. Aber wir haben unseren Spaß. Mir wird hier nicht verraten. So, ich kriege jetzt Anweisung. Ja. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß auch, wenn ihr euch das Video anguckt. Kann ich eigentlich meine Mami grüßen? Ja, hau rein. Gib alles. Heute im Aber Video werden Leute gegrüßt. Wenn ich jetzt grüßen würde, ich würde das Bastelcafé aus Lübeck grüßen. Grüß auch. Und die Schems. Grüß Schems dich auch. Bastelt. Und das Tienchen würde ich grüßen. Hallo Tienchen. Und unser Trüffelschweinchen. Hallo Trüffelschweinchen. Haben wir noch hier. Und die Lafkina haben wir ja sowieso schon gegrüßt. Habe ich noch jemanden vergessen? Habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Das Rehauge. Rehauge. Das Rehauge wird ganz herzlich gegrüßt. Haben wir jetzt noch irgendjemanden vergessen? Kann ich auch zeigen. Wie, du auch? Ja. Mal los. Also wir grüßen alle, die uns beziehungsweise auf meinem Kanal schon mal zusehen. Und ich hoffe demnächst dann auch bei Ute, weil wir arbeiten ich dran. Glaube, Ute will demnächst auch irgendwann mal Videos drehen. Mir hat sie übrigens noch Webband reingepackt. Ui. Da wird schon, kriege ich schon neidische Blicke hier. Einmal Applikation zum Aufbügeln, einmal diesen Cupcake und eine Eule. Ich packe das mal hier auf meine Seite. Dann hat sie mir Doily eingepackt. Die finde ich übrigens auch wunderschön. Moment. Mal was anderes. Moment, meine. Hast du auch? Meine sind viel schöner. Das stimmt, du hast andere. Lafkina, nur damit du Bescheid weißt. Hier sind welche, wir machen halbe, damit jeder einen Teil hat. Das habe ich jetzt mal eben so du beschlossen. Glaubst doch nicht, dass ich dir die Hälfte abgebe. Du kriegst auch eine Hälfte von mir. Wenn ich die nicht will? Ja, dann nehme ich halt nur deine Hälfte. Okay, wir teilen. Alles gut. Die habe ich letztens gesehen. Die fand ich so niedlich. Da war ich am Überlegen, ob ich mir die selber kaufe. Ist das eine Schere? Ja. Ach, die ist, die ja, ist echt die ist ja süß. Ja, danke. Voll ins Schwarze getroffen. Aber sowas von würde ich mal aber sagen. Hallöchen. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Gutze das weiß, aber ich habe ja so einen Tütenfimmel, ne? Ich liebe Tada! Ja. Wie, schon wieder das Gleiche? Hast du mehr als ich? Müssen wir nachzählen, ne? Ich hoffe, du hast gerecht eingepackt, Lafkina, sonst wird das hier echt gleich ein Desaster. Ich liebe ja Tütchen. Tütchen in allen Variationen. Also da hast du schon mal einen dicken rübergekriegt. Ach übrigens, nicht nur du hast Resenteile gekriegt. Ach. Ich habe nämlich auch welche gekriegt. Elfen. Eine süße kleine Elfe mit einem Glöckchen. Und hier sind... Die kann man ganz schlecht erkennen jetzt. Noch kleinere Elfen. Mm, aber süß. Dann haben wir hier einmal... Sieht aus wie eine Erbsenschote. Kann auch ein Flügel sein. Könnte auch eine Raupe sein. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch zwei Hasis bekommen. Mit Elfen. Mit Elfen drauf. Mm. Oh, und ein Schäfchen. Oh, das ist ja cool. Das ist ein ja mal Schäfchen. Total klasse. Und noch so Zusatzgebamselteile. Ich auch. Du Vordränglerin. Und ein Magnet. Ich auch. War auch irgendwo. Moment, da. Da ist der. Der klebt, der babst hier zusammen. Ja. Vielen, vielen Dank. Die ja. Teile sind wunderschön. Aber sowas von. Und dann kann ich mich heute Abend besaufen.
Da bin ich ja schon mal gespannt drauf, weil sowas kriege ich hier mit Sicherheit nicht. Das scheint slowakischer Tee zu sein. Ich kann auch nicht wirklich entziffern. Ah! Limette. Wellness. Ja. Dann haben wir noch ein Earl Grey. Ja, haben wir beide zusammen. Finstin? Habe ich auch, da. Gut. Dann habe ich noch einmal Grün. Habe ich auch. Okay. Tauscht ein Earl Grey gegen den Grün? Okay. Ja, es ergibt eine Kanne. Dann haben wir... Was ist das? Das sieht irgendwie nach Kräuter aus, nach Wildkräuter oder sowas. Lavendel. Und das ist bestimmt was zum Einschlafen oder sowas. Ja, so Erholung oder sowas. Wir wollen doch nicht einschlafen. Den trinken wir also nicht. Nein. Und Apfel. Und Magic Apfel. Ja. Na, das kriegen wir in Teekanne. Kommt aus Deutschland. Obwohl, ist Teekanne, ist egal. Ja. Ja. Und? Ach so. Entschuldigung. Nee, hast du noch mehr? Nee, ich hab nicht mehr. Wie, du hast nicht mehr? Ja, ich hab doch hier reichlich gekriegt. Guck mal, ich habe noch ein Washi-Tape drin gehabt. Gut. Hier, da ist ein Tütchen noch. Guck mal, Washi-Tape war da noch drin. Total süß. Nein, das sind keine Washi-Tapes. Da kann ich dir was von abgeben. Das sind Sticker, die können wir teilen. Die teile ich mit dir. Ja, und dann hat sie mir... Ach, sind die irre. Die muss ich euch zeigen. Die sind wirklich total schön, weil das wäre schade, das nicht zu zeigen. Ich hoffe, ich darf das, Lottina. Aber ich finde einfach, dass man selber die Sachen viel kritischer anguckt, als andere die bewerten. Und auch wenn du jetzt sagst, die Eule ist für dich nicht so schön geraten. Ich finde sie traumschön. Wahrscheinlich wegen den Luftbläschen hier, ne? Aber da kann man was mitmachen. Ups, kann man das sehen? Ich finde die Form ja schon mal toll, ne? Muss du mal eben so gucken. Okay, das ist ja fokussiert, ne? Ja, ah ja, jetzt. Weil sonst ist hinten zu viel. Okay, das finde ich schon mal toll. Was ich ja total... Die finde ich auch cool. Ich weiß auch nicht, was da... Okay, da sind jetzt hier so kleine Kanten drin, ne? Mhm. Aber das Teil an sich sieht total genial aus. Mhm. Oder? Mit den Schlieren, mit den lilanen Schlieren drin. Ich glaube, die Oberfläche ist nicht, aber das sieht man gar nicht, wenn man da jetzt nicht so... Also wenn ich es jetzt so perfekt in der Kamera halte, dann sieht man es, aber ansonsten sieht man das nicht. Der ist ja wohl Hammer. Na, ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch für... Guck mal, ich lege dir nochmal einen dazu. Hier ist ja auch süßes Herz. Ja, es kommt drauf. Was ist denn mit dem Herz? Ich denke, wenn du drauf guckst, dass die Herzchen sich nicht gleichmäßig verteilt haben. Lovkina, man kann aber auch pingeliger als der Papst sein, ne? Ich find's total schön. Das finde ich auch super schön. Hier, mal gucken. Machen wir so. Der ist so hohl. Ja, genau. Ne? Ach, jetzt sehe ich, was hier ist. Das ist eine Blase. Oh, das ist ja ärgerlich, ne? Wenn man sich so alleine schon diesen Effekt hinzukriegen mit den Farben. Ich glaube, der gehört andersrum. Meinst du? Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Diesen Effekt, das ist dran. Das ist halt so einfach nur, man sieht, dass das transparent ist. Und ich finde die Idee, das alleine so hinzubekommen, finde ich schon ganz, ganz toll. Wen ich auch total klasse finde, ist... ja gut, da kann man sich jetzt streiten, ob die Sternchen da reingemusst. Ich denke mal, sie hat irgendwas da reingegossen, Kräuter oder Blumensamen oder irgendwie sowas. Finde ich jetzt aber auch nicht, dass man da nichts mit anfangen kann. Aber wenn Es sieht ein bisschen nach, Entschuldigung, Kackehaufen aus da drin. Super, ganz toll. Ich sag dazu jetzt nichts. Ohne ja, aber Worte. Guck mal, das sieht aus wie ein kleines Häufchen. Ist das jetzt motivierend? Also Lovkina, ich finde es trotzdem lustig und ich weiß, was du damit bezwecken wolltest. Das weil ist eine Blume. Weil ich sehe, dass da was Blumiges drin ist. Aber wenn man das von oben anguckt, dann sieht das aus wie so ein kleines Kackehäufchen. Aber wo hier jetzt das Problem sein soll, das verstehe ich wirklich nicht. Weil ich finde den klasse. Oh, der ist sogar ganz gestochen scharf. Ich finde den klasse. Da ist ein Bläschen. Nee, ne? Doch. Okay. Aber jammern auf hohem Niveau. Genau. Okay, hier kann ich mir jetzt denken, was passiert ist. Ah, ja. Sowas würde der Physiker jetzt Schwerkraft nennen. Ja. Obwohl, wenn man sich den... Verzeihung, ich mache euch schon wieder besoffen. Wenn man den von der Seite anguckt, dann sieht man nämlich, dass der Schlüssel sich darunter versteckt hat. Mhm.
Aber ansonsten total schön, wenn die Perlen jetzt weg wären. Ich ja, also schön. Zu dem einen oder anderen fällt mir bestimmt was ein. Das ist nicht mein Fall. Nee, aber das ist auch nicht mein Fall. Halt, also Geschmackssache. Hier muss man jetzt eindeutig sagen, die Tannenbäume sind grün. Ja, aber ups, mal gucken. Ich denke mal... Oh, was sehe ich denn da noch schön? Was denn? Den habe ich eben noch gar nicht gesehen. Nee, der ist toll, ne? Lass noch mal gucken. Also zu den Resinteilen wollte ich sagen, das ein oder andere Teil, da lasse ich mir bestimmt was mit einfallen. Und ein oder zwei Teile werde ich auch machen. Da werde ich einen Anhänger draus machen. Den hier. Da hat sie mir ein Prinzessinnenschloss eingegossen. Ja, oder total ein, hübsch. Ein Feenschloss. Ja, ist schön, ne? Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Hier ist auch nochmal einer, das Grün leider nicht vermischt. Ich glaube, das ist der Grund, warum. Ja. Aber den hier finde ich wiederum den total ich cool. Gut. Genauso wie den hier. Ja. Warte mal. Oder den hier. Den ich weiß nicht, wie sie das macht, aber diese Sachen, die sie da reinzieht, ne? Das erinnert mich immer so ein bisschen an Bernstein, an Naturbernstein. Das ist pink. So, jetzt hell. Aber ich finde den total schön. Ja, der ist auch schön. Und auch ähnlich nochmal hier. Ja. Also ich würde das jetzt nicht als Schmuck oder so tragen. Ich würde das tatsächlich irgendwie fürs Papier basteln oder als Highlight für eine Karte oder irgendwie setzen. Hier werde ich was mitmachen. Also den Anhänger, den werde ich aufbereiten, den werde ich feilen, den werde ich machen. Da mache ich einen... Okay, ich krieg's. Sonst weiß doch keiner, wovon du redest. Mein Regisseur erteilt mir gerade Anweisungen. Rechts, links, rechts, links. Wir kriegen das runter. Wir kriegen das schon hin. So. Also ich freue mich riesig. Ich auch. Und heute Abend wird sich eine kleine Lady ganz, ganz, ganz doll freuen über den Anhänger. Also ich werde dir über den da. Und das Gute ist, der unterscheidet sich auch ein bisschen von meinem. Das heißt, wir können die ganz toll auseinanderhalten. Ja, ich arbeite dran. Du hast kalte Finger. Ich habe immer kalte Finger. Und den finde ich ja wohl mal, ne? Ja, der ist total schön. Und demnächst wird es noch mal etwas in deine Richtung geben. Zum Thema Blumen und Eingießen. Ich habe da was für dich entdeckt, gefunden. Und ja, ich sag dir nur, meine Mama hat einen großen Garten. Oh. Oh, oh, Trockenblumen. Habe ich nicht gesagt. Ja, aber eventuell. Könntest du recht haben. Mal sehen. hast du noch was? Nee, ich bin durch. Also, Lovkina, ich sag noch mal, also diese Box, ich zeige sie noch mal. So. Meine ist schöner. Ja, deine ist schöner. Meinetwegen. Ich finde meine schön. Guck mal, ich habe ein Schloss. Habe ich auch. Und ich habe ein Schmetterling. Habe ich auch. Okay. Und einen Schlüssel. Habe ich auch einen Schlüssel? Nee. Nein. Scherz beiseite. Ich finde die Box total klasse. Vor allen Dingen finde ich die Art, wie sie gemacht ist, total schön. Super, ne? Hast du das gesehen mit dem? Da hat sie was aufgetragen, schabloniert. Und dann hat sie das übergemalt mit... Siehst du das? Ja. Das ist irre, ne? Also Lovkina, ich sag vielen Dank. Du bist halt mein Glückspilz. Und ich freue mich sehr über die Box und die kriegt hier auf alle Fälle einen schönen Platz. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Nee. Ich danke dir ganz doll. Genau. Und ich hoffe, du freust dich, dass wir ein Video davon gemacht haben. Und auf dieser Stelle, wie machst du immer gerne? Ja, guck mal. Und das Ganze geht, Moment. ein Doppelherz. Ein Doppelherz. Das ist nur für dich. Bup, 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 bup. Ganz liebe Grüße auch von mir. Und ich denke, auch die Charlotte wird ganz lieb grüßen. Und in jedem Fall versprochen, du wirst nochmal von uns hören. Ja, also ich sage jetzt auf diesem Weise erstmal Tschüss. Genau. Und vielleicht hören wir ja heute noch voneinander. Also zumindest lesen. Oder sehen. Also ja, von du Video wirst uns zu hören Video. Und wir werden schreiben. Okay. Also und tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.